Hallo, guten Morgen, meine Lieben. Ich weiß nicht, wie es euch heute geht, aber ich hänge heute wie ein nasser Waschlappen über dem Tisch rum. Bei uns liegt noch Schnee. Morgen haben die ja Plusgrade gemeldet. Heute Nacht war es, glaube ich, minus 9 oder minus 8. Ne? Jo. Das macht das Pümpelchen dann nicht so mit. Ne? Ja. Kreislauf. Und wie das immer so ist an solchen Tagen, dann kommt der, dann muss man das machen und dies machen. Ja, so, da fange ich jetzt mal mit euch an. So, ich mache die Wochenlegung für nächste Woche, ja, vom 22. bis 28. Und da hole ich die God Advice und die Sanssouci von der Nadine Breitenstein, ja, hole die Seelenbotschaften von der Marion Anders. Und hole mal die Gesundheitsdynamo, die sind von der Angelina Schulze. Ne? So, gucken wir mal. Ich fange mal mit denen an. Ziehen wir mal 2, 3. Ne? Ob die nächste Woche besser wird. Vom Wetter her habe ich gehört, ja, es gibt Plusgrade, aber wieder Regen. Ne? Ja. Regen, Regen, Regen. Können wir im Regen tanzen? Singing in the rain, just singing in the rain. Kennt ihr Gene Kelly, unsere Tastier? So, was ist dann nächste Woche wichtig, liebe geistige Welt? Im Namen Gottes. Immer im Namen Gottes, ne? Weil die andere Seite, die wollen wir gar nicht hören, ne? Oh. Scheinbar denkst du nicht gut über dich. Du sollst deine Meinung über dich ändern. Du bist viel schöner und wertvoller, als du glaubst, ne? Egal in welchem Alter du bist, ne? Du siehst dich scheinbar mit ganz falschen Augen, ne? Die Steigerung deines Selbstwerts wird im Außen dazu führen, dass du auch die finanzielle Fülle in dein Leben ziehst. Aha. Ich sag immer, der Herr wird es richten. Ich bin reich. Danke, dass ich reich bin. Oh! Im Namen Gottes, nächste Woche, das Universum schickt dir endlich deinen Traummann oder Traumfrau. Also ich rede ja immer aus der Sicht einer Frau. Männer, dreht sich bitte rum, ne? Ist natürlich, ich sag jetzt nur Traummann, ne? Du erhältst die Wertschätzung und Anerkennung, die du auch verdient hast, weil du bist ein ganz toller Mensch, ne? Vergebene Wunschpartner haben jetzt endlich den Mut, sich zu trennen, hauptsächlich von toxischen Leuten, ne? Ja, die Schöpferhand wird nun alle Ketten sprengen und den Weg freimachen für einen Neubeginn. Aha. Wunderbar. Da holen wir mal noch eine. Wie geht's denn weiter nächste Woche, liebe geistige Welt? Schade, dass die Karte so dunkel ist, ne? Weil die sagt ja viel Positives aus. Schutzkarte. Aha. Du bist auch beschützt, ne? Du erfährst einen spirituellen Aufstieg, weil du dich verändert hast, ne? Hast viel dazugelernt. Du erreichst jetzt eine neue Ebene deines Bewusstseins. Deine Aura ist gereinigt. Aha. Also war die verschmutzt durch toxische Leute. Stolz statt Bedürftigkeit, Unternehmungslust statt Stillstand, Optimismus statt Pessimismus, Stärke statt Schwäche. Willkommen in einer neuen Dimension. Hm? So, mache ich mal weiter. Ja, wenn ich am Kreislauf habe, habe ich ein bisschen Probleme mit der Luft. Außerdem muss ich noch Antibiotikum nehmen, ne? Man shit ist. Gestern hat mein Arzt mal nach mir geguckt, ne? Einen ganz lieben Arzt habe ich, ne? Ja. So. Was ist denn wichtig nächste Woche, liebe geistige Welt, im Namen Gottes? Ne? Erstmal gut mischen. Aha, ah, du kriegst es wieder mit falschen Leuten zu tun. Ne? Ja, hier laufen Dinge falsch. Ne? Sei vorsichtig, hier spinnt jemand Intrigen hinter deinen Wolken. Betrügt dich, ne? Versucht dich zu täuschen. Ne? Wenn du zum Arzt gehst, pass ein bisschen auf, dass der die richtige Diagnose stellt. Das kann sein, dass du mit Nasen, Ohren und Hals Probleme hast. Hört sich nach Grippe an, ne? Ja, oder du hast einen falschen Umgang, ne? Oh, im Namen Gottes. Ja, toxisches Umfeld, ne?
wie das immer so passt, Fuchs und Schlange, ja, die verursachen nur Komplikationen, Verwicklungen, giftige Gedanken dir gegenüber, giftiges Umfeld, ne, da kommst du nur auf Umwegen an dein Ziel. Hier geht's um neidische, können auch Ex-Partnerinnen, Rivalen oder schwierige Leute sein, ne. Und es kommt zur Verzögerung mit deiner Genesung, wenn du irgendwas hast. Vergiftung, Darm, ne? Jo, Bakterien sind ja auch giftig, ne? Ja, so. Gucken wir mal weiter. Toxisches Umfeld, wenn ich die Schlange nur schon sehe, ne? Ja, furchtbar. Kriegt mir der Hutfat. Ne? Im Namen Gottes. Wie geht's denn weiter nächste Woche? Ja, da dreht sich alles um deine Gefühle, um deine Anziehungskraft, um deine Psyche. Die Psyche, die hat ja auch viel damit zu tun, wie es dem Körper geht. Ne? Du bist sehr sensibel, hast eine gute Intuition, ne? Mediale Fähigkeiten vielleicht sogar. Ne? Träume, achte mal auf deine Träume. Also ich habe heute Nacht Albträume gehabt. Ne? Habe ich von meiner Mutter geträumt und da war es ganz dunkel in dem Raum. Ich habe die gerufen. Sie hat mir auch Antwort gegeben, aber ich konnte kein Licht anmachen, Schalter ging nicht, ne? Und ich habe sie nicht gesehen, ne? Aber die Karte weist auch innerhalb von 4 Wochen auf Erfolg hin, ne? Auch die Heilung deiner Gefühlswelt, Psyche und alles verläuft eigentlich ganz gut. Du hast zwar die Neigung zur Depression, aber das kommt halt eben durch dieses toxische, falsche Umfeld, ne? Ja, genau. Du bist hier im Namen Gottes an etwas oder jemanden gebunden, aber diese Lebensphase läuft ab und eine neue kommt, ne? Neue Verbindungen, neue Beziehungen, neue Verträge, ja, kümmerst dich auch viel um Verpflichtungen nächste Woche, ja, auch Sachen, die musst du im Kreis drehen, ne? Ja, das kann sein, dass du chronische Krankheiten hast, ne? Oder Kreislaufschwierigkeiten, ne? Hm. So, aber dieses toxische Umfeld und falsche Umfeld, ne, Leute, die wohl dich scheißen auch, ne, da kommt eine Veränderung rein, in jeglicher Form. Du änderst deine Meinung, dein Verhalten, vielleicht ziehst du auch um, ne, kommt dir aber drauf an, ne, ja, du veränderst deinen Lebenswandel und das solltest ihn verändern, ne, vielleicht rauchst du, ne, jo, genau. Die Spiritualität verändert sich. Störche bringen ja Glück. Ne? Ja. Ja, eine Veränderung in deinem Umfeld, in deinem Privatleben, in deiner Familie, in deinem Zuhause. Ne? Ja. Du bist so ein Mensch, du brauchst ein festes Fundament. Ne? Ja, körperlich bedeutet das, der Körper ist nächste Woche, auch wenn etwas chronisch ist, stabil, du hast schon eine gute Basis, ne, weil du Herz hast, ne. Hier geht's um den ganzen Körper. Ja, du hast karmische Ursprungswurzeln, die wohl dich unterstützen. Ja, vielleicht magst du dich mal ein bisschen um Ahnenforschung kümmern, ne. Ja, genau. So, jetzt holen wir mal die nächsten Karten. Hm? Das hat mich auch mal interessiert, Ahnenforschung, ne. Ich weiß mittlerweile, von wem ich abstamme, ne. Im Namen Gottes. Was ist denn nächste Woche wichtig für Seelenkollektiv? Hm. Neue Verträge, neue Beziehungen. Ja, Ängste, sagt der Mond auch. Du hast Ängste bekommen, ne? Durch eine Verbindung, die wo toxisch ist und die wo dir nicht gut tut, ne? Die wo auch falsch gegenüber dir sind. Sie liegen immer wieder da, ne? Ja, im Moment ist es geil, wie ein Arschloch zu sein. Es ist geil. So richtig dreckig und gemein, wenn du ein Schwein bist, gehört dir alles allein. Es ist geil, ein Arschloch zu sein. Ja, so laufen die rum, ne? Aber ich sehe das anders, ne? Krieg da Ekel, wenn ich das sehe, wenn jemand toxisch ist. Ja, vielleicht hast du die ganze Zeit schon eine Pechträder. Also ich habe jemanden in meinem Umfeld, den trifft es wirklich dauernd, ne? Ja. Ja, da hast du Urängste kommen hoch, Missgeschicke sind dir passiert, ne? Pass ein bisschen auf vor Unfällen, weil wenn das taut, dann ist der Boden glatt, ne? Zahl 13 steht aber für Neuanfänge, ne? Innerhalb von einem Monat, weil hier habe ich auch wieder den Mond drauf, ne? Ja, Pechsträhne,
durch jemanden, Froschkönig, ne? Der ist ja richtig unverschämt der Prinzessin gegenüber geworden, ne? Du kriegst deinen Ball nur, wenn du mich aus dem Brunnen holst, ne? Wenn du mich nach Hause holst. Ich will von deinem Tellerchen essen, auf deinem Stühlchen sitzen. Und am Schluss wollte der Froschkönig noch im Bettchen schlafen. Da hat's der Prinzessin gereicht, da hat sie ihn an die Wand geklatscht, ne? Bedauerlicherweise kann man das mit unseren toxischen Leuten nicht machen, ne? Ja. Ja, jemand, der wo sehr arrogant ist, der wo permanent seine Versprechen dir gegenüber gebrochen hat, ne, wo dich auch ausnutzt oder ausgenutzt hat, ne, ja, der muss aber jetzt Buße tun, ne, genau. Auf dich wartet im Namen Gottes, oh, wie schön, die Aschenputtelkutsche, ne, die Jahrhundertliebe, ne, Traummann, Traumfrau wartet auf dich, das geht hin bis zur Hochzeit. Aschenputtel wurde ja nachher Königin, ne. Ihr seid füreinander bestimmt. Es kommt zur Schicksalsfügung. Ja, hoffentlich kommt er bald mal angerollt. Ne? Der oder die. Ne? Ja, es liegt immer da. Ne? Also hier kommt die große Liebe auf dich zu. Ne? Etwas, was wir immer halten soll. Moment. Schlimm. Entschuldigung. Vielleicht hast du auch den Husten, ne? Also, wenn man so den Husten hat, ne? Also, wenn ich jetzt so huste, ne? Also, hast du eine toxische Beziehung, die nimmt dir die Luft zum Atmen, ne? Im Namen Gottes. Ja, schlimm. Aber die Schicksalsfügung greift, ne? Der richtige Partner kommt auf dich zu, ne? Ja. Und etwas anderes wird beendet, etwas Toxisches, weil ich das da liegen habe. Und zwar endgültig, ne? Lässt du ziehen. Und tschüss. Jetzt ist es raus, wenn ich dran verrecke und bleib auf der Strecke. Das ist hier kein Gag. Und tschüss, du bist weg. Böses Öhrchen verpasst den Zug nicht, ne? Hier kommst zum Ende eines Kapitels. Da gibt's kein Zurück mehr. Du hast auch die Schnauze voll, ne? Ja. So, und dann steigst du wie Phönix aus der Asche. Es kommt zur Reinigung. Du wirfst die ganze Ballast mit diesen toxischen Leuten da ab, ne? Die haben ja für jede Lösung, haben die ein Problem, ne? Bei dir kommt es zur regelrechten Transformation, auch gesundheitlich, ne? Zur regelrechten Wiederauferstehung. Du kommst wieder in deine Kraft und Stärke und auch in die Angstfreiheit, ne? Im Namen Gottes. Alles ist möglich nächste Woche, ne? Ja. Du möchtest einen Kindheitsraum verwirklichen. Guck mal, du hast Freunde. Hier ist ein Teddybär, ein Drache, ne? Ja? Kindheitsraum. Die eigene Geschichte wirst du umschreiben, ne? Ja. Im Namen Gottes. Du hast auch auf den Seelenpartner gewartet, ne? Wie Aschenputtel, ne? Und wurdest auch so behandelt wie Aschenputtel, ne? Das ist dann vorbei. Deine ganze Geduld, die wo du da schon vielleicht sogar Jahrzehnte schon hattest, die zahlt sich aus, ne? Du wartest auf einen geliebten Menschen, ne? Kann eventuell sogar aus dem Ausland stammen, ne? Muss aber nicht, ne? Es kommt zur Vereinigung von Seelenpartnern, zu deiner Wunscherfüllung gemäß von deinem Lebensplan, ne? So, und dort findest du dein Zuhause, ne? Ja, dort, wo du dich wohlfühlst, deinen Heimathafen, ne? Ein Rückzugsort, wo du dir eine Oase der Ruhe erschaffen kannst, ne? Ja, vielleicht kaufst du eine Immobilie, ziehst um, ne? Oder renovierst. So, jetzt gucken wir mal das nächste Mal. Im Namen Gottes. Ach, mir bricht der Schweiß aus allen Nähten. Im Namen Gottes. Was ist denn nächste Woche noch wichtig, liebe geistige Welt? Dass die Liebe deines Lebens kommt, ist ja schon mal gut. Und Verträge, die kann man beenden. Ne? Ja. Lichtvolle Wege warten auf dich, auch wenn der Weg über viele Stolpersteine führt oder geführt hat. Du wirst in eine neue Leichtigkeit gehen. Glück und Liebe werden dein Lohn sein, ne? Weil du immer ein lieber Mensch warst, ne? Weil du halt eben dich nicht wie ein Arschloch benommen hast. Ein Licht leuchtet am Ende des Tunnels, wird auch Zeit, ne? Richte deine Augen darauf und gehe ins Vertrauen zu Gott. Alles wird gut, ne? Im Namen Gottes. Was ist denn noch wichtig nächste Woche? Jenseitskontakte.
Aha. Ja, ich habe euch ja meinen Traum erzählt. Ne? Ich habe meine Mutter gehört, aber ich habe sie nicht richtig verstanden. Da war das Fenster auf, ne, im Traum. Und da stürmte draußen. Ne? Ich habe die nicht verstanden. Ne? Du erhältst scheinbar Botschaften aus der geistigen Welt. Da brauchst du keine Angst haben. Ne? Die tun dir nichts. Ne? Ja. Das kann über Sätze im Fernsehen sein, wenn du eine Frage hast. Das kann sein, dass die im Traum erscheinen, weil dann haben die es ein bisschen leichter, dich zu erreichen. Ne? Und langsam sollst du machen. Schnecke, renn nicht durch dein Leben, ne? Sondern achte auf dein Tempo und auf dich selbst. Ne? Ja, sonst entgeht dir einiges. Ne? Im Namen Gottes. Außerdem sollst du dir mal eine kleine Auszeit gönnen. Vielleicht am Meer, ne? Ja. Ja. An der Nordsee dürfte es zu stürmisch sein, ne? Ja, es gibt ja den einen oder anderen, der fliegt in Urlaub, ne? Ja. Nimm dir ein wenig Zeit für dich. Möglichst allein und in einer anderen Umgebung. Das kann auch der nächste Ort sein, ne? Wir haben hier in der Nähe den Boostalsee, ne? Ja. Ein kleiner Tapetenwechsel wirkt Wunder. Ja, im Namen Gottes. Was ist denn noch wichtig nächste Woche? Oh, furchtbar. Erinnere dich an deine Kindheit, ne? Wovon hast du da geträumt? Was wolltest du werden? Ich wollte Sängerin werden, Prinzessin werden, ne? Kannst du dich mal daran erinnern? Wie wolltest du leben? Bestimmt nicht mit toxischen Leuten, die wo dich da mit dem letzten Dreck behandeln, ne? Frag dich mal, ob du heute erfüllt bist. Wenn die Antwort Nein lautet, ne, dann wirst du das ändern. Ausmisten wirst du, ne? Im Namen Gottes. Die besondere Art des Loslassens. Wenn du etwas im Außen loslässt, ne? Ja, also etwas außerhalb von dir in deinem Körper. Spürst du auch innerlich mehr Leichtigkeit? Gehe mit offenen Augen durch dein Zuhause, verabschiede dich von Dingen, die nicht mehr zu dir gehören. Ne? Das kann auch sein, ne? Dass das Menschen sind, die wo toxisch sind. Lass die auch los. Ne? Ja. Lass dir von denen nichts sagen. Ja, du hast auch einen Schutzengel, sowieso mehrere. Ne? Besondere Verbindungen zu Engeln sind jetzt möglich. Ne? Jo, die wollen dich halt eben kontaktieren, weil sie wollen, dass du glücklich wirst, ne? Musst du ein bisschen achtsam sein. So, jetzt kommen die Würfel. Was ist denn noch wichtig nächste Woche? Der Traummann kommt, die Traumfrau, du steigst wie Phönix aus der Asche. Der arrogante Froschkönig wird wieder in den Brunnen geschmissen, ne? So, hier bist du, hier ist dein Partner. So, oder ein Familienmitglied kann das auch sein, oder jemand von der Arbeit, ne? Ja, da drehst du dich immer zu im Kreis. Guck auf dich, ne? Ja, dieser jemand, der holt dich auch aus deiner Balance und Harmonie, da bist du nicht mehr in deinem inneren Frieden, ne? Es kann sein, dass das ein älterer Mann ist, ne? Ja, und weil du nicht mehr in deinem Frieden, in deiner inneren Balance bist, ne, wird das Ganze beendet, ne? Ich denke, das hast du innerlich sowieso schon beendet. Ne? Der Sarg bedeutet jetzt nicht, dass jemand stirbt oder was. Der Sarg bedeutet eine Veränderung. Hier wird etwas Negatives beendet, damit etwas Positives kann anfangen. Ne? Ja. Im Namen Gottes. Was sagen denn die Märchenwürfel? Aschenputtelkutsche haben wir ja schon da liegen. Ne? Oh, und hier ist die Prinzessin passend dazu gefallen. Ja. Du erfreust dich auch größter Beliebtheit. Ne? Du bist auch ein sehr herzlicher Mensch. Trägst viel Verantwortung. Aschenputtel hat ja auch die ganze Verantwortung getragen. Die anderen, die haben ja nur Befehle erteilt. Ne? Ja, du bist beschützt von Einhörnern, weil du ein reines Herz hast. Ne? Du hast ein sehr reines Herz. Ne? Bist sehr gutmütig, sensibel. Ne? So, Einhörner stehen auch für Wunder. Ne? Und wenn man ein bisschen die Märchen kennt, dann weiß man, dass nur ein reines Herz darf ein Einhorn angreifen. Und das Horn ist magisch. Ne? Also hier passiert Magie in deinem Leben. Ne? Hier schließen sich Türen endgültig, ne? Wo du eingesperrt warst. Und neue Türen öffnen sich. Ne? Ja? Du gehst durch ein neues Portal. Brunnen sind in der Märchenwelt Portale. Ne? Goldmarie und Pechmarie ist ja zum Beispiel ein gutes Beispiel. Ne?
Die sprang in den Brunnen, Goldmarie, und landete bei Frau Holle. Aber es gibt auch diese Serie da, Once Upon a Time, ne? Es war einmal vor langer Zeit, heißt das ja. Das habe ich auch immer gern geguckt. Da war auch mitten im Wald ein Brunnen, ne? Der führte von der realen Welt in die Märchenwelt, ne? Also hier geht es um deine Wunscherfüllung, ne? Und du fliegst mit Aladins Teppich, ne? In deine Freiheit, ne? Mit deiner Märchenprinzin oder Prinzessin, ne? Im Namen Gottes. Was ist der nächste Woche noch wichtig? So. Aha. Hier beobachtet dich jemand, ne? Hat dich permanent im Auge. Das sind ja auch diese toxischen Leute. Die wollen ja alles kontrollieren, ne? Jemand in deinem Umfeld beobachtet dich, ne? Ja, genau. Jemand aus deiner Familie vielleicht, ne? Oder jemand, wo mit dir im selben Haus wohnt. Kann auch sein, ne? Ja. Es kann aber auch sein, dass du von jemandem in deiner Familie Hilfe und Unterstützung bekommst, ne? Damit du kannst in deine Freiheit fliegen, ne? Du möchtest nicht mehr eingeengt leben. Und da zaubert die geistige Welt ein bisschen mit, ne? Dass du die wahre Liebe kennenlernst, weil toxische Partner, da ist keine Liebe, ne? Oder Partnerinnen, das ist egal, ne? Ja. Die sind überhaupt nicht fähig zu lieben. Das sind leere menschliche Hüllen, ne? Ja, die machen nur alles kaputt. Da zaubert jetzt die geistige Welt. Du sollst in deine Wunscherfüllung, ne? So, der Stern steht im Tarot, dass du unter göttlichem Schutz stehst, dass eine hoffnungsvolle neue Zeit auf dich zukommt, die wahre große Liebe und deine Berufung. Ja? So, hoppla, da ist was umgefallen. Ja, es geht aufwärts. Guck mal, die Hilfe ist umgefallen. Und jetzt liegt der Fall da. Ja? Es geht aufwärts für dich. Ne? Negatives wird beendet, Positives fängt an. Wird auch Zeit, im Namen Gottes. Was ist noch wichtig nächste Woche? Hier flüchtet jemand vor dir. Der Grund, warum Männer oder Frauen vor dir flüchten, ist dein äußerst attraktives Aussehen. Dein Erfolg, deine Ausstrahlung, Unabhängigkeit, Schlagfertigkeit, ja. Ja, das sollst du aber nicht in Traurigkeit verfallen, ne? Nicht du hast da ein Problem, sondern dein Gegenüber, ne? Ja. Neidisch. Hm? Ja, dein Plan geht auch auf, ne? Du hast dir scheinbar einen Plan gemacht, wie du weiterleben willst, und du hast auch geschafft, ne? Hier wächst was und gedeiht was, und schon bald wirst du die Belohnung für deine Mühen erhalten, ne? Da kannst du mal stolz auf dich sein. Stellst du dich mal vor den Spiegel. Ich bin toll, ich bin stolz, ne? Du bist nun auf dem Höhepunkt einer Situation angekommen und darfst alle Hoffnung auf einen wundervollen Ausgang haben, ne? Sorge dich nicht. Hier kommt es zur Schicksalsfügung. Das ist die letzte Karte, die Joker-Karte, ne? Ja, dich erwartet ein großes Geschenk des Himmels. Das kann ein unerwarteter Geldregen, ein Umzug, ein positives Gerichtsurteil zu deinen Gunsten oder ein Herzensmensch sein, der wo auf dich zukommt, ne? So oder so ist es etwas, mit dem hast du nicht gerechnet. Da hast du wahrscheinlich gesagt, so wie mein Sohn, ne? Jo, du erzählst immer alles positiv, aber das passiert ja nicht, ne? Gar nichts, ne? Aber da es dir zusteht, ne? Und für dich auch vorgesehen ist, schüttet der Kosmos nun sein Füllhorn über dir aus. Als geschüttet, ne? Wenn es was Schönes ist, her damit, ne? So, dann freue ich mich wie immer über ein Like, ein Kommentar, wenn du meinen Kanal abonnierst, Glocke aktivierst, ja, damit du auch kein Video von mir verpasst, ne? Mir fängt schon wieder an, die Nase anzulaufen. Schlimm. Ja. Ja, Moment. Ja, schütz dich von den Attacken von diesen toxischen Leuten da, ne? Im Prinzip sind die Feige, die vergreifen sich nur an Schwachen, ne? Oder Kranken, ne? Ja, blasen sich auf wie das Michelin-Männchen da in Ghostbusters, ne? Aber wenn du halt immer mit der Nadel reinstichst, da geht die ganze Luft raus, ne? Ja, du bist der Macher, ne? Ja, also du hast auf jeden Fall ein falsches Umfeld, ne? Falsches, toxisches Umfeld. Ja, hast du vielleicht auch schon sehr lange mitgemacht. Ja.
Aber das wird sich jetzt alles ändern. Ich will noch einmal die Lena Moore Würfel. Im Namen Gottes. Was ist denn noch wichtig nächste Woche? Ja. Guck auf dich. Ja. Du kriegst Steine in den Weg gelegt von diesen toxischen oder falschen Leuten, ne? So, aber das wird beendet, ne? So, und diese Beendigung, ne? Also es kommt zu einer Veränderung, die wird verankert, ne? Eventuell auch im Arbeitsbereich, ne? Ja? Und es geht für dich ins Glück und in die Wunscherfüllung. So, mehr brauchen wir nicht zu wissen. Und hoffentlich kommt das mal endlich. Ich motz auch manchmal mit Gott. Das sage ich immer, Mensch, da liegt immer alles so gut, ne? Jetzt wird es mal Zeit, dass das alles auch kommt, ne? Ja. Meine Oma hat immer gesagt, hoffen und harren hält so manchen zum Narren, ne? Aber ich denke, die geistige Welt, die möchte schon haben, dass wir glücklich werden, ne? Wir leben ja jetzt in der Offenbarung in einer sowieso schon riesengroßen Transformation, ne? Ja. Es kommt zu einer strahlenden Zukunft für die Menschen, die wo gut waren, ne? Ja, und die wo widerlich und bösartig waren, ne? Die kriegen mal jetzt richtig von die Mütze, ne? Ja, ist auch richtig so. So, dann danke ich dir mal wieder fürs Zuhören und hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen, ne? Ich wünsche dir einen schönen Samstag.